Servus, Glück auf und herzlich willkommen zur weiteren Folge 7 Days to Die im One Life Modus. Ihr habt wie immer nichts verpasst. Gut, weiter geht's an die Maloche hier. War bestimmt schon gelootet. Ja, wir gehen mal die Richtung, wir wollten in Richtung Wasser. 5 Gläser haben wir ja. Können wir auch ein bisschen mitnehmen hier. Warte mal, ich gehe mal kurz hier zum Feld. Ah, gut, teils abgestorben, teils nicht. Früher war es komplett voll. War natürlich richtig nice. Weil es ist schon wichtig später. Ja, Junge. Den lassen wir mal in Ruhe. Jetzt keine Zeit für so eine Faxen. Bogen wollten wir machen. Seht ihr, ich werde jetzt überlegen, irgendwas wollten wir da machen. Aber ich mache mal vorher noch die Pfeile. Haben wir sogar getroffen. Wo ist er? Nice. Ja, wir brauchen die Tierhaut, um Bedus zu machen. Für eine Forge. Also für den Ofen. Kommt das natürlich der Zombie hinterher. Ne, da ist ein Krabbler. Haben wir noch nichts gesehen. Zack, haben wir das auch erledigt. Das quetten wir mal eben weg. Machen das so. 14 Stück Respekt. Stümpfe immer looten. Da ist immer richtig guter Loot drin. Oder gar nichts, wie gerade gesehen. Ja, generell, wenn ihr Nevis Game spielt, alles looten. Okay, sei denn ihr spielt mit Loot Respawn, dann ist das nicht so tragisch. Aber ist für mich halt nicht so realistisch. Also wenn ich jetzt ein Haus leer gelootet habe, kann ich nicht 7 Tage später wieder hingehen und es ist wieder voll. Nimmt mir für mich persönlich das ganze Spielgefühl halt. Klar, es ist sowieso nicht realistisch, weil die Zombies umrennen, ist schon logisch. Aber wie gesagt, es nimmt mir persönlich das Spielgefühl halt. Ich möchte auch so eine gewisse Schwierigkeit im Spiel haben. Sieht auch jeder anders, das ist auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, es gibt genug Leute, die spielen das ausschließlich, um zu bauen. Die stellen die Zombies ganz aus und bauen halt nur. Was auch okay ist, wenn ihr euch mal anguckt, was da teilweise gebaut wird. Und das noch mit den bescheidenen Mitteln, die es aktuell gibt. Mit Alpha 16 kann man ja eine Menge mehr machen. Kann ich nur sagen, Respekt. Ich sehe gerade die 2 Nester, die nehme ich gleich beide mit. Bevor ich sie gleich wieder übersehe. Was für ein Zaun und Level gekriegt. Ihr seht, wie schön man mit dem leveln kann. Klar ist Eisenverschwendung, aber bitte euch. Besser als wenn ihr diese Woodclubs da herstellt und immer Squab herstellt, Squab. So wie wir es schon mit den Steinäxten machen müssen. Für
mich gibt's nichts Besseres. Ja, ich hüpfe mal ein bisschen, vielleicht so noch ein paar Nester entdecken. Ja, ihr seht, wir haben 7000 Holz. Aber wie gesagt, 50 Spikes. Und auch zwei Zombies. Kosten schon 5000 Holz. Die können wir also schon mal, hätte ich eigentlich oben in die Kiste lassen können. Und die werden wir nebenbei craften, wenn wir losziehen zum Looten. Denk mal, also am Tag 3. Bei Nacht werden wir noch ein bisschen Steinäxte machen. Die werden wir auf jeden Fall auf Gelb kriegen. Die durch die Knüppel. Ich habe die ganze Zeit noch das Fleisch in der Tasche. Das bringe ich jetzt mal weg gleich. Aber obwohl, die sind ja kaum zum Mist. Ja, was noch erwähnungswert wäre für neuere Spieler, je nach Biom spawnen halt auch verschiedene Zombies. Also im zerstörten und wohl im verbrannten Gebiet weiß ich gar nicht, ob immer noch Hunde spawnen. Das war auf jeden Fall mit der letzten Version, so ich glaube in dieser nicht mehr. Aber im zerstörten Gebiet laufen auf jeden Fall auch Hunde rum. Gerade hier in Nevis Game werden wir noch genug Bekanntschaft mit Hunden machen. Werdet ihr sehen, wie ätzend die sind. Gerade für Neueinsteiger. Also, haltet euch von Hunden fern. Hunde sind schnell und machen extrem Schaden. Wenn ihr ein bisschen erfahrener seid, klappt das mit der Armbrust schon ganz gut mal. Müsstet ihr aber auch Boosts haben, damit ihr länger laufen könnt. Aber werden wir noch erleben. Werden wir uns noch anschauen. Müssen wir ein bisschen Platz machen, sonst craftet der nicht weiter hier. Haben wir jetzt eigentlich schon einen Bogen gemacht? Ja. Den mal kurz entladen. Oder keinen Pfeil verschenken. Komm, 4, 3, 2, 1. Scrap. So. Die ist immer noch heiß. Naja. Ihr seht, verbrauchst du viel. Trinken durch, wenn ihm heiß ist. Ist ja logisch. Geht uns ja nicht anders. Können wir aber aktuell auch nicht ändern. Nichts dafür, dass hier im Wald 30 Grad sind. Ja, sehr gut. Zack. Dann werden wir was trinken, damit die Ausdauer wieder hoch ist. Können wir gleich mal noch eine frische nehmen. Und dann können wir wieder scrappen. Ja, läuft bei uns. Ist aber gerade nicht so aufregend hier, ne? Wir haben jetzt ziemlich Ruhe. Wenn ich hier die ganzen Steine sehe, die da liegen, Trauma. Hier etwas gehört. Hunger haben wir. Schwert sich schon. Nice, 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 nice. Es läuft alles sehr gut hier gerade.
Oh, jetzt wird's wolkig. Da kommt der Regen jetzt. Den noch mit. Dann trinken wir noch unseren letzten Tee. Dann machen wir die beiden Gläser noch mal voll mit Wasser. Können wir schon mal trinken, aber eh keine Ausdauer mehr haben. Naja, der Himmel passt jetzt auch zum V-Life-Wetter. Das ist auch schon wieder am Regnen. Aber Hauptsache 34 Grad, ne? Ist klar. Ja, wir können jetzt auch den roten Tee machen, der kühlt uns runter. Aber wir können auch hier mal reingehen. Könnte uns auch ein bisschen kühlen. Bist du da drüben rum, Mutti? Komm mal her. Vielleicht hast du was Schönes bei. Wir brauchen nur noch 4 Pfeile. Suppe ist okay. Da kommt der nächste an. Aber den lassen wir mal. Machen wir schon 18:30. Ja, wenn wir eine Range schalten. Also so ein. Kann ich mal sehen, so Kombizange oder was, oder Schraubenschlüssel oder könnten wir die Nester auch cool, ja, hier könnten wir die Nester auch abbauen, zerstören quasi, dann bekommt man auch noch mal ein paar Federn und Gras. Die Wrench ist eh das wichtigste Werkzeug im Moment, werden wir auf jeden Fall auch mal brauchen, aber ich glaube, den haben wir schon gelootet, ja. So, ich bringe mal kurz was hoch. Na. Zack. Ich hab's gerade richtig gesehen, 140 Federn. Perfekt. Ja, wie gesagt, nächsten Tag werden wir vorne mal zu der Radarstation gehen, wenn die looten. Wir brauchen Gras. Dann noch ein bisschen Holz. Hoffen, dass wir da ein bisschen was finden. Dann gehen wir zum Händler. Vielleicht hat er was Schönes für uns. Ein Crossbow oder sowas wäre nice. Ich weiß auch nicht, was das für ein Händler ist. Vielleicht ist das ein Händler, wo eine Werkbank steht, wäre auch sehr geil, dann können wir uns einen besseren Bogen machen. Zeige ich euch aber, wenn wir an der Werkbank mal sind. Bevor ich euch jetzt wieder mehr Infos vor den Kopf hau. Ja, es ist schon umfangreich, das Spiel. Wenn man jetzt, wie gesagt, Anfänger ist, kann ich mir schon gut vorstellen. So wie Imperium Galactic Survival, falls ihr es kennt. Wenn ihr da Neuling seid, erschlagen euch da auch die Sachen alle, die ihr herstellen könnt. So ähnlich ist es hier auch. Aber ihr habt, wie gesagt, wenn ihr es einmal drin habt, nur eine Leiche rum. Ich
weiß auch nicht, ob mit der Alpha 16 jetzt das neue Blocksystem auch kommt. Im Moment ist es halt noch so, dass man zum Beispiel halt so einen viereckigen Block herstellen muss oder so eine Rampe als Block herstellen muss. Bei dem neuen System, was dann so ähnlich ist wie bei, wie es bei Imperium schon ist, stellt ihr einen Block her und könnt auswählen, wie er aussehen soll. Ob viereckig oder Rampe oder sonst irgendwas. Ja, wenn alles drin ist, was so der Mad Mole auf YouTube vorgestellt hat, in der Alpha 16, wird das schon Quantensprung fürs Spiel werden. Ich weiß auch gar nicht, wir könnten glaube ich auch schon Ofen machen, aber wir brauchen wahrscheinlich noch Haut für. Wir werden mal gucken, oben, was wir haben. Ja, ihr seht, jetzt zieht sich auch schon ein bisschen, aber es geht immer noch ganz flott eigentlich mit den Dingern. Wie gesagt, wenn wir 350 haben, ist auch gut. Alles darüber dauert schon ewig dann. Noch 8. Da auch noch eine Leiche rum. So ein Nest. Den wir wahrscheinlich auch schon gelootet haben. Ja, ja, bei meiner Modded-Version habe ich es sonst immer so gehabt, wenn ich das Nest gelootet habe, ist es kaputt gegangen. Man nicht immer wieder dasselbe lootet. Aber wie gesagt, jetzt mit der Alpha 15, das heißt jetzt, ist ja schon uralt die Alpha 15, aber seit der Alpha 15 könnt ihr die Nester halb abbauen mit einer Wrench. Da kommt dann auch noch Federn und Gras raus. Aber wir haben noch keine Wrench. Aber wir haben ja noch nichts gelootet. Wir haben ja hier nichts. Ein Häuschen bis jetzt. Hat auf der Map auch nicht so leicht zu looten. Gerade am Anfang. Ja, ich ziehe es jetzt hier durch mit dem Gras. Mache jetzt die 1000 voll. Oder halt hier bis gleich 22 Uhr ist. Dann brauchen wir das die nächsten Tage auch nicht mehr machen. Rasenmäher. Ja, man levelt dadurch übrigens auch sein Athletic Skill. Ihr seht, extrem dunkel so in den Schatten. Nice. Haben wir auch gut weggeholzt hier.
Bisschen Zeit haben wir noch. Ziehen wir es auch durch. Weil, falls ihr aufgepasst habt, seht ihr, man hat da keine Ausdauer, wenn man das macht. Deswegen mal eben zwischendurch dazu machen, ist auch Mist. Da muss er sehr warten, bis Ausdauer ist, um irgendwas anderes zu machen. Deswegen am besten einmal Arschbacken zusammenkneifen. Einmal durchziehen. Und nebenbei das Grappen und Craften nicht vergessen. Da sind halt so Sachen, die man nicht weiß, wenn man Anfänger ist. Wenn ihr dann nach 2 Wochen immer noch mit einer grauen oder orangenen Werkzeug hier gegenlauft oder auch Bogen, ist natürlich extrem schwer voranzukommen. Ist halt noch nicht. Ich meine, mittlerweile ist es schon ausgereift. Wie gesagt, ab grün macht das keinen Sinn mehr, diese Standard-Äxte zu craften, um zu leveln. War am Anfang auch mal anders. Aber die hinteren Level sind schon ausgereifter jetzt. Muss man ganz klar sagen. So. Ja, dass man nicht abgepasst ist, ne? Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt unten im Briefkasten auch noch ein bisschen Fleisch. Ja, ja, er hat Hunger, er hat alles. Machen wir mal eine Suppe, die können wir uns mal eben reinzimmern. Die werden wir auch noch verarbeiten. So. 11 haben wir. 11 und 2. Können wir hier auch mal scrappen. Komm, wir hauen uns mal den Chili-Mist rein. Dann haben wir noch ein Wasser. Eine Ironhead. Ein Papier, Sandwiches. 7 sind die wert. Wahnsinn. Ich überlege gerade, man muss ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ob das Wetter hier immer so ist. Scrap it. So. Und wieder das langweilige Extra Craften. Achso, ja, was für neue Dinge noch ganz interessant ist zu erwähnen. Wir fangen halt mit 100 HP an. Ich kann euch das ja mal hier zeigen. Nennt sich Wellness. Ihr fangt mit 100 an. Wenn ihr sterbt, werden, glaube ich, 10 abgezogen. Und ihr könnt maximal auf 70 fallen. Also wenn ihr dann dreimal gestorben seid, sterbt ein viertes Mal, wird nicht noch weniger Leben abgezogen. Ansonsten, wenn ihr verschimmeltes Brot esst, wenn ihr zu viele Beeren esst und so weiter, wird euch Wellness abgezogen. Und Wellness aufbauen könnt ihr. Ihr seht jetzt, Fleisch bringt plus 0,8 Wellness. Durch Nahrung halt.
Gut. Ich will eigentlich keine zwei Sorten Tee mitschwören. Komm, ich mache nur den Tee. Ich weiß gar nicht, wozu das gehört. Wheaton Smithing 32. Können wir uns also auch mal einen neuen machen gleich. Dello können wir uns ein paar Fackeln machen. Zwei Fleisch. Ich gehe mal kurz runter, es ist ja gerade keiner hier. Meine Wetten. Briefkasten noch Fleisch gehabt. Wenn auch nur zwei Stücke. Sofort meldet sich einer zu Wort. Ich habe auch einmal kurz gestunken. Oh, dann sogar ein paar mehr. Kleines Wanderhörtchen, Nachthörtchen. Aber lass mal machen, wir werden sie ignorieren bis zum Tag. So, man hat schon vier Knochen. Mal die Fenster halt da unten. Ich weiß ja, warum hier so dunkel ist. Ja, wo seid ihr denn? Irgendwo im Haus wahrscheinlich. Ja. Heiß ist ihm dauernd. Also wir haben jetzt nachts, wir haben immer noch 30 Grad. Also. Ich sag ja, ich hätte doch den roten Tee machen sollen. Ich habe ja schon keine Kleidung an. Ich bin ja schon blank. Und das hört sich an, als ob 2 Millionen Zombies sind, dabei sind es wahrscheinlich wieder nur ein oder zwei Stück. Sensed heißt, sie suchen mich. Ich hab's gesehen, einmal kurz Fleisch in der Tasche in der Nacht. Sind gleich alle alarmiert hier. Leider sind sie nicht hier irgendwo, dass ich sie abschießen könnte. Also müssen wir mit dem Terz, den sie machen, leben. Aber wir können mal in der Hocke gehen. Vielleicht hören sie dann gleich ab. Und werden auf jeden Fall ruhiger. Gut, warm ist ja hier eh genug. Können wir das also auch ausmachen. Nice, auf 200 haben wir sie schon mal.
Ja, das dauert natürlich immer länger, ne? So weiter man kommt mit dem Level. Also um auf 300 zu kommen, können wir mal eben gucken, wie viel wir jetzt im Moment brauchen. Na, da läuft er, hat uns gesehen. Nee. Na, lass ihn mal machen. Eins, zwei, drei. Mal drei, mal vier oder was? Jo, jo, jo. Gut, Leute. 1 Uhr nachts heißt, Teil ist zu Ende. Obwohl, nee, wir machen dann bis 2 Uhr, ne? Von 22 bis 6 sind 8, ja, bis 2 machen wir. Von 2 bis 2 immer den, die Folge dann jetzt. Sollte dann immer so eine halbe Stunde sein. Dicker oder was? Ja, bleib doch mal stehen. Wir haben ihn sogar getroffen, ey. Ja, komm mal ein Stück rüber, gehst du mal ein bisschen da in die Spitze rein. Ja, wir haben ja jetzt hier, das ist ja nur so Nothaus quasi. Hätten wir jetzt schon richtiges Haus, hätten da ein paar Spikes drumherum. Wäre jetzt schon tot. Ja, aber haben wir wenigstens gleich am Morgen was zu tun. Können wir hier ein paar Zombies ammoxen. Ja, wie gesagt, ich weiß, das ist ein bisschen langweilig nachts, aber geht jetzt mal nicht anders. Cool, Leute. Lasst mir gerne eure Meinung da, wenn ihr Bock habt. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.